Ja, Straßen, soweit das Auge reicht. Daher richten wir folgende Fragen an die Landesregierung. Erstens, obligatorische Frage, wie passen diese Tiefbauprojekte in die Nachhaltigkeitsstrategie? Stammt Nachhaltigkeitstour der Landesregierung? Zweitens, für welche klimaverträglichen verkehrstechnischen Visionen gibt das Land derzeit wie viel Geld aus, von den neu angekauften Zügen und der Rickertalschleife abgesehen? Drittens, welche neuen Radwege und innovativen Projekte in der Fahrradmobilität sind derzeit geplant? Viertens, wie möchte die Landesregierung die Rolle der FußgängerInnen aufwerten? Und fünftens, welche konkret messbaren Ziele wird sich der neue Landesplan für nachhaltige Mobilität geben? Vielen Dank, Kollegin Foppa. Eines vorausgeschickt, immer wieder, und da muss ich echt Danke sagen für die Möglichkeit, auch immer wieder auf das Thema einzugehen, das Thema Infrastrukturen und eben Investitionsprogramme, die über das Thema Olympia nach Südtirol gekommen sind. Ist ein wichtiger Punkt, die Umfahrungen oder größere Projekte, die es in Südtirol noch braucht, braucht es vor allem aus einem Grund. Nicht, weil wir mit einer Umfahrung Verkehr vermeiden. Eine Umfahrung sagt ja das Wort selbst ja schon. Das Wort Umfahrung heißt, den Verkehr mit dem Verkehr um eine Ortschaft zu fahren, um eine Gemeinde zu fahren. Ja, Herr Landesrat, jetzt hätte ich mir eigentlich vorgenommen, Ihnen als Zusatzfrage nochmal meine Anfrage zu stellen. Aber wenn Sie mir die aushändigen, dann lese ich die in Ruhe durch. Aber ich möchte Ihnen schon sagen, ich meine, Sie werden sich schon denken, dass sie ganz, ganz blöd ist. Also diese Abgeordnete da, der man wirklich erklären muss, dass eine Umfahrungsstraße ein Dorf umfahrt. Na, jetzt alles, was gut und recht ist. Ja, aber eine Umfahrungsstraße, wie das Wort schon sagt, braucht es, um einen Ort zu umfahren. Okay, danke schön. Das war jetzt wirklich eine sehr wichtige Erläuterung. Die hat jetzt meine gesamten Mobilitätskonzepte über den Haufen geworfen, Herr Landesrat.